Die Helene Fischer Playback Show und die Reaktionen der Harte. Der Fernsehabend am ersten Weihnachtstag gehörte zum siebten Male in Folge Helene Fischer. Die bunte und familientaugliche Show des omnipräsenten Schlagerstars, quasi die Peter Alexander der Neuzeit. Liebe ganz jungen Leser, im ZDF ab 20.15 Uhr hatte im Schnitt 5,90 Millionen Zuschauer. Das waren etwas weniger als am Jahr davor. Der Marktanteil lag aber immer noch bei 19,3% und das für eine Sendung mit 3 Stunden Dauer. Neben Artistik- und Musical-Inszenierungen gab es zahlreiche Auftritte internationaler Stars in der Show, die frei war von Ecken und Kanten. Dazu gehörten James Brown, Sanziano, die italienische Rockröhre Gianna Nannini, die Kelly Family, die Kölsch-Bandhöhner, Schauspieler Matthias Schweighöfer und die schlagfertige Fernsehmoderatorin Barbara Schöneberger. Nicht Fans der Fischer mussten allerdings tapfer sein, 3 Stunden lang fast durchweg der gleiche Rhythmus aus der Ecke des sogenannten Popschlagers, für manch einen eine Zumutung. Seltsam, Auftritte ihrer Gäste wurden extrem schnell durchgepeitscht, wieder mit den Baseballs, und teilweise so schlecht abgeschnitten, dass man ahnen konnte, hier gab es ursprünglich noch viel mehr zu sehen. Und dann immer diese Pfitterärger mit den Playbacks, klar, dass sich Kritiker auch deshalb auf die Königin eingeschossen haben. Hier eine Twitter-Auswahl. Und wie jedes Jahr fragt sich ganz Deutschland, warum raute Helene Fischer nicht auch noch eine Oster-, Pfingst-, Sonnenwend- und Totensonntags-Show machen kann. Na, habt ihr euch schon alle wieder erholt von der Raute Helene Fischer Playback-Show? Raute Helene Fischer ist eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Künstlerinnen. Und das obwohl sie alle scheiße finden. Komisch. Ich warte gespannt auf die Raute Rammstein-Koffer-Version von Engel, ohne dich oder Seemann von Till Raute Lindemann am Duett mit Raute Helene Fischer. Dieses Playback ist zum Kotzen, Klammeraffe ZDF. Für meine Gebühren kann ich wenigstens ehrliche und echte Arbeit auf der Bühne erwarten. Eine ganz billige Mogelpackung. Schämt euch. Raute Helene Fischer. Helene Fischer will sich in ihrer Show den ganzen Abend selbst feiern, aber schafft es nicht mal mit James Blunt und live zu singen? Erste Pressestimmen zum Schmarathon. Mittlerweile ist die Helene Fischer Show selbst Inszenierung und Vermarktung par excellence. Und, fehlen nur noch Christian Lindner als Weihnachtself oder ein Heiratsantrag von Florian Silbereisen vor laufenden Kameras. Fokus. Ihre Show ein einzigartiger Triumphzug, für viele das schönste Weihnachtsgeschenk von allem. Kein Wunder, dass die Menschenfischerin seit Jahren die erfolgreichste Sängerin Deutschlands ist. Bild. 5,90 Millionen. Menschen haben, und, eingeschaltet, der Marktanteil lag bei 19,3. Damit landete die Sendung ziemlich genau zwischen den Vorjahren 2015, 5,74 Millionen, und 2016, 6,11 Millionen,
Der Marktanteil von 19,3 war fast identisch mit den beiden Vergleichszahlen, 19,4 und 19,5. Den Rekord aus dem Jahr 2014, 6,59 Millionen. 21,4 verpasste die 2017er Ausgabe aber recht deutlich. Media. Übrigens, gegen die Helene Fischer Show hatte die TV-Konkurrenz kaum eine Chance. Der Fernsehkrimi Harter Brocken im ersten kam ab 20.15 Uhr aber immerhin auf 4,50 Millionen Zuschauer, 14,0%. Deutsche Presseagentur/KT.